Die Statuette da? Genau. Aber eins nach dem anderen. Soll Jack entscheiden, was zuerst vorgeführt wird? Da ist der ein Behälter. Er ist zu schwer. Können wir das jetzt? Er lässt sich wohl gern Zeit, was? Und jetzt? Jetzt wird Jack das Wasser im Tank erhitzen. Aha. Eine Kerze. Es ist so schön, dass man weinen könnte. Hört nur. Aha. Die Banu Musa. Die Banu Musa. Die Banu Musa-Brüder sind drei Gelehrte persischer Herkunft, die in Bagdad des 9. Jahrhunderts Al-Hilal eine große illustrierte Sammlung mechanischer Geräte und Automaten. Diese Automaten wurden größtenteils zur Unterhaltung entworfen, aber beinhalteten innovativste Technik. Die Brüder haben ebenfalls Bücher über Astronomie, Astrologie und Geometrie geschrieben, wobei letzteres einen Einfluss in der islamischen und europäischen Mathematik hatte. Ist das nicht schön? Wie funktioniert es? Vielleicht ist es ein Wunder. Genau. Sag du es ihnen, Jack. Wasserdampf. Im Innern ist ein Rad versteckt. Es dreht eine Achse. Und die wiederum hebt und senkt eine Folge von kleinen, verborgenen Zylindern. Diese Zylinder bewegen sich wie Finger auf einer Flöte. Aha. Aber wer bläst die Flöte? Dampf. Dampf? Ja, aber erst nachdem ich die Verbindung zwischen Kessel und Rohr geöffnet habe. Die Kraft des Dampfes. Ausnahmsweise muss ich beipflichten. Das ist brillant. Natürlich, natürlich. Es wurde schließlich von einem Moslem geschaffen. Lasst uns nicht vorschnell sein. Was hast du noch, Rashid? Möchte noch jemand etwas Tee? Danke, Tochter. Wir werden etwas trinken, sobald Jack mit unserer Vorführung fertig ist. Darf ich zusehen? Aber sicher. Noch mehr Publikum. Also, hurra. Wer ist dieser Mann, Rashid? Bitte mit Wasser. Jack ist ein Freund des Hauses. Okay. Ein brillanter Kopf. Er ist zu schwer. Ein Gelehrter und ein begabter Künstler. Und was sollen wir tun? Gestern erst hat er mir Euklid erklärt. Was ist das? Lass dich nicht ablenken, Jack. Du nimmst dir wirklich viel Zeit damit. Wir warten alle gespannt. Aha, und ja, was soll ich denn jetzt ein tun? Ein Grieche, der ein Buch namens Die Elemente der Geometrie geschrieben hat. Das müsste doch jetzt heiß sein. Die Ägypter haben es ins Arabische übersetzt. Und die Engländer übersetzen es jetzt in Latein. Ich könnte dem Mann den ganzen Tag dabei zusehen. Wie sonderbar. Aha. Esel. Und das funktioniert mit Wasser. Und was die Statue mit Wasser tun soll, weiß ich auch nicht, aber... Jetzt beobachtet den Kopf.
Nur noch einen Moment. Da. Habt ihr gesehen? Er hat gekotzt. Rashid, das ist widerlich. Ach, mitnichten. Könntest du bitte erklären, wie es funktioniert, Jack? Seht ihr die Schale, die auf dem Wasser schwimmt? Im Boden der Schale ist ein kleines Loch. Dadurch füllt sich die Schale langsam mit Wasser. Sobald sie voll ist, sinkt sie auf den Boden und zieht an einem Faden, der den Ball auf ein Gewicht fallen lässt. Dieses wiederum zieht die Schale wieder hoch und leert sie dabei. Und so den ganzen Mechanismus neu aufzieht. Wenn man das Ganze perfekt abstimmt, könnte man ihn jede Stunde einen Ball fallen lassen. Und dann hätte man eine Uhr. Gute Idee. Für mich ist es trotzdem bloß ein kotzender Esel. Zeig uns mehr, Rashid. Man könnte die beiden verbinden und eine singende Eselsuhr bauen. Ein Lied nach jeder Stunde. Warum nicht? Sondern eine Kuckucksuhr. Ja. Eine reizvolle Idee. Nicht wahr? Du könntest so etwas sicher konstruieren. Das wäre unfair. Es ist deine Erfindung. Ich würde sie dir überlassen. Oder wir könnten sie zusammen entwickeln? Du hast uns immer noch nicht diese Statuette gezeigt. Stimmt. Jack, wenn ich das Beste kommt zum Schluss. Hoffentlich. Ich weiß nicht. Ich fürchte, nein. Okay. Statuette eine Dame. Oh, das wird euch gefallen. Schaut nur. Was ist damit? An einen kühlen Ort muss man sie stellen. In den Wassereimer vielleicht. Ich kann sie nirgends hinstellen. Tja. Ein kühler Ort ins Gewölbe. Sie muss an einem bestimmten Platz stehen. Ach so, ja, hier vielleicht. Und was jetzt? Habt Geduld, aber schaut nicht weg. Es dauert ein bisschen, bis sie... Bis sie was? Sie weint? Ist das nicht unglaublich? Nein, ein es Wunder. Ist befremdlich. Rashid, was geht hier vor? Es ist ein Rätsel. Rashid, bitte. Wir alle wissen, dass es kein von Menschen geschaffenes Wunder gibt. Und dieses Stück Holz ist offensichtlich von Menschen geschaffen. Ich bin ganz eurer Meinung, Freunde. Aber bislang hat keiner von uns eine Erklärung. Alles, was wir mit Sicherheit wissen, ist, dass ihre glasigen Augen Tränen vergießen, wenn man sie vom Warmen ins Kalte stellt. Wie eine Pflanze bei Sonnenaufgang? Wie Tau. Der einzige Unterschied ist die Oberfläche. Die ganzen Sachen mit den Wundern, mit diesen... Das halt, ja, wie diesen hier... Ja. Sie hat recht, über diese Wörter zu sprechen. Ja, wie dieses, das erinnert mich an diese Blutwunder, dieses, was auch, ich glaube auch von Frankreich, dieses, wo dann so ein Blut, so ein, in der Kirche irgendwo so Blut ein durchgestillt wird und dann, und dann angeblich so, wenn's sich verflüssigt, dann wird's ein gutes Jahr, wenn nicht, wird's ein schlechtes Jahr, das hat auch irgendwas mit einem bestimmten Ort und einem bestimmten Schüttelungsverhalten zu tun, Es ist ein Wunder. Ja.
Ich glaube, du bist auf der richtigen Spur. Meinst du? Natürlich wollte ich euer Gespräch nicht unterbrechen. Aber wenn sich erklären lässt, warum sich Tau auf einer Pflanze sammelt, kann man daraus erschließen, warum die Frau weint. Hm. So, wer möchte denn jetzt eine Tasse Tee? Ich gerne. Deine Tochter ist ganz schön klug, Rashid. Eine wahre Gelehrte. Ich weiß. Manchmal wünschte ich, es wäre nicht so. Das würde es einfacher machen, sie zu verheiraten. Oh, ich bin sicher, das Problem wird sich auch bald lösen. Ja. Vielleicht entsteht der Tau aus unsichtbarem Wasser in der Luft. Wasser, das verborgen bleibt, wenn es heiß ist. Wasserdampf. Auf dem Jakobsweg. Irgendwas mit Monate später. Die Pilgerwege in Frankreich kamen in Osterbach zusammen. Drei Monate später. Ja. Am Fuße der Pyrenäen. Dort schwoll die Gruppe von etwa 20 Pilgern, die mit mir gezogen waren, seit ich Tours verlassen hatte, auf um die 70 an. Einige waren betuchte Bürger, andere wahrscheinlich auf der Flucht vor dem Gesetz, ein paar Trunkenbolde und mehrere Mönche und Geistliche. Überall waren die verschiedensten Sprachen zu hören, darunter Flämisch, ein deutscher Dialekt und eine südfranzösische Sprache namens Ock. Dennoch verstanden sich alle gut. Und als wir die Pyrenäen überquerten, sangen sie, spielten Spiele, erzählten Geschichten und einige hatten sogar Liebesbeziehungen. Während unser Baby und ich uns meist zurückhielten. Den Jakobsweg gibt's nur heute. Das ist Tatsache. Ganz schön frech, die mit ihrem Kind. Still jetzt. Das ist ein echter Ort, das ist ein echter Weg, ohne Scheiß. Das ist echt eine Pilgerstätte, eine Pilgerstrecke. Das ist jetzt nicht für den Roman, sondern das gibt's wirklich. Richtig dreist. Nicht einfach mal seine Ruhe haben? Haltet das Maul! Anstrengend genug. Ist aber gut. Ich sollte hier mal ein bisschen weggehen. Ein deutscher Pilger. Ja, was auch sonst. Was auch sonst als deutscher Pilger. Oha. Gut, ja. Der Stadt wurden Brückenrechte gehört. Was mit dir? Lieber Gott, was macht ihr da? Kommt aus dem Wasser. Es ist eiskalt. Mein Ring. Ich habe meinen Ring verloren. Lieber Gott, sei mir gnädig. Ja, das blind. Die Kälte wird euch umbringen. Ich kann nicht ohne meinen Ring hier weg. Sie hört mir nicht zu. Komm zurück zu mir. Bitte, komm zurück. Sie hört mir nicht zu. Tja. Wie kann man ihr denn helfen? Wo bist du hin?
suchen nach dem Ring. Oh, ich sehe da was leuchten. Ich habe ihn gefunden. Na dann. Ich habe ihn gefunden. Ja. Oh, ich danke euch. Vielen, vielen Dank. Ihr seid ein guter Mensch. So voller Güte. Ich bin froh, dass ich euch helfen konnte. Danke. Danke. Vielen, vielen Dank. Wir haben das jetzt erstmal auf. Wird euch jetzt wärmer? Ja, ich danke euch. Ich sehe, dass dieser Ring euch sehr viel bedeutet. Er war ein Geschenk meiner Stiefmutter. Sie dachte, ich würde ewig bleiben, aber das tat ich nicht. Warum seid ihr gegangen? Oh, ich dachte, ich gehörte nicht dazu. Sie sagte immer, ich sei ihre Tochter, aber ich war mir sicher, dass sie log. Ich war so selbstsüchtig und so dumm, um zu sehen, dass ich eigentlich glücklich war. Vielleicht wart ihr wirklich nicht glücklich. Ich weiß es nicht. Ich war sehr jung und dachte, ich sei unglücklich, weil ich nicht nahe genug am Meer lebte. Aber am Ende liebte das Meer mich nicht genauso. Die Kälte dort machte mich krank. Sie nahm mir das Augenlicht. Es war mutig, von euch zu gehen. Ihr habt getan, was das Herz euch gebot. Ich war dumm. Schrecklich dumm. Deshalb seid ihr auf Pilgerfahrt gegangen? Ja, damit St. Jakob meine Frömmigkeit sieht und ich mit meiner Mutter im Himmel vereint werde. Ich bin nicht so gut wie ihr. Ganz und gar nicht. Ihr seid zu hart zu euch selbst. Ich weiß nicht. Auch ich versuche, etwas wieder gut zu machen. Bei dem Mann, den ich am meisten liebte. Ich habe gehört, er sei nach Santiago de Compostela gegangen. Ihr werdet es bald wissen. Nicht bald genug. Es sind noch 4 Wochen bis zum Ziel. Er wird dort sein. Da bin ich mir sicher. Ich nicht. Ich hoffe, ihr habt recht. Ich habe nur das Gefühl... Ich habe das Gefühl, als würde ich ihn mit jedem neuen Tag ein Stückchen mehr verlieren. Und dass das Einzige, worauf ich noch hoffen kann, nicht Liebe ist, sondern Vergebung. Ich verstehe. Still, Kleiner. Bald ist unsere Reise zu Ende. Hm? Camino de Santiago. Der Jakobsweg. Camino de Santiago, der Jakobsweg. El Camino de Santiago ist eine christliche Pilgerfahrt zur Kathedrale von Santiago de Compostela, wo, so sagt man, die Gebeine des Apostels Jakobus des Älteren aufbewahrt werden. Dieses Pilgerziel ist neben Jerusalem und Rom eines der wichtigsten des Christentums und das einzige, so sagt man, dass ein Pilger von seinen Sünden befreien kann. Im 12. Jahrhundert ist der Pilgerweg gut ausgebaut. Es gibt sogar einen Reiseführer, den Codex Calixtinus, der Pilger auf ihre Reise vorbereitet. Die Jakobsmuschel ist ein Symbol, das den Pilgern den Weg weist und für den Jakobsweg steht. Denn am Ende der Reise haben die Pilger beinahe das Meer erreicht.
Ja. Auf den Jakobsweg weiter voran. Der Name der Frau war Alba. Sie kam aus einer kleinen Stadt irgendwo in Katalonien. Ich gewöhnte mich bald daran, dass sie ständig nach dem Ring ihrer Stiefmutter tastete und an den Ausdruck der Schuld in ihren trüben Augen. Ich war mir nicht sicher, ob ihr meine Gesellschaft zusagte, aber ich konnte sie auch nicht allein weiterziehen lassen. Als wir Los Arcos erreichten, hatte sie aufgehört zu reden, während ich dann und wann ein freundliches Wort fallen ließ, um ihr zu zeigen, dass ich noch bei ihr war. Alba hielt sich selbst für schwach an Körper und Geist, und doch ging sie den Jakobsweg mit einer großen Zielstrebigkeit, die sie vorantrieb. Ich machte mir Gedanken über das, was ich ihr über meine eigene Reise erzählt hatte. Hoffte ich auf Liebe? Oder tat ich diese Reise nur, weil ich Vergebung von ihm erhoffte? Aber was gab es da zu vergeben? Meinen Entschluss, Alfred zu heiraten, hatte ich für die Menschen von Shireen getroffen. Es war ein Opfer, das ich hatte bringen müssen, um die Schreckensherrschaft von William Hamley zu brechen. Diese Fragen verfolgten mich jetzt schon lange Zeit. Aber wenn ich wirklich bald Jack sehen würde, war es Zeit, mich zu entscheiden. Auf nach Leon. Ah ja, Leon ist auch eine bekannte Sache. Bei Leon begann der Weg, sich langsam aufwärts zu winden. Es waren nur noch 2 Wochen, bis wir Santiago erreichen würden. Das Baby war guter Dinge. Und Alba überraschenderweise ebenfalls. Hinter Astorga wurde der Weg schwieriger. Alba wurde immer langsamer und wir mussten mehr Pausen einlegen. Sie wurde wieder still. Die Belastung zehrte an ihr und sie machte sich Sorgen, dass sie das Ende des Weges vielleicht nicht erreichen würde. Dennoch kamen wir Stück um Stück weiter. Am nächsten Morgen konnte Alba nicht aufstehen. Ihr Atem ging erschreckend flach. Und sie bemerkte kaum, wie ich ihr die Hand auf die Stirn legte. Alles tut weh, sagte sie, und ich solle ohne sie weitergehen. Bei ihr bleiben? Oh nein. Och nö, diese Entscheidung kann ich nicht tun. Ohne sie weitergehen, bei ihr bleiben, dann verpasst nur Jack. Ich mach die Augen zu und klicke. Klick, 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 klick. Ich wollte schon ohne sie weitergehen, als ein Mönch mich aufhielt. Er bat mich, wenigstens noch einen Tag zu bleiben. Und mit dem Gefühl, dass er recht hatte, tat ich es. Ich hatte sie kaum gekannt. Und die meiste Zeit hatte sie versucht, mich fortzustoßen. Als ob sie sich für eine Last hielt, die mich behinderte und keine Gesellschaft verdient. Erst wenige Augenblicke, bevor sie starb, lächelte sie mich zum ersten Mal an. Und ich hoffe, dass sie merkte, dass ich zurücklächelte. Ich hoffe, dass sie an diesem fremden Ort, sterbend neben einer fremden Frau, einen Augenblick des inneren Friedens gefunden hatte. Aber sie hatte Santiago nicht erreicht. Tja. Als ich ging, verfolgte mich dieser Gedanke weiter. Zu sehen, dass eine Reise ein so plötzliches Ende finden konnte. Aber was hätte sich geändert, wenn sie Santiago erreicht hätte? Wäre sie nicht einfach enttäuscht gewesen von dem, was sie dort vorgefunden hätte? Weil es nicht das gewesen wäre, was sie erwartet hatte? Oh ja. Daher kommt wohl das Sprichwort, der Weg ist das Ziel. Echt heutzutage ist das echt ein Drecksloch. Nach Monaten anstrengender Reise erreichten wir Compostela ist echt ein Drecksloch. Santiago war noch nie selbst dort, aber ich habe schon einige Bilder gesehen. Am Abend besuchten wir die Messe in der großen Kathedrale. Dann begannen wir die Stadt nach Jack abzusuchen. Es war fast schon Morgen, als ein Priester mich schließlich auf ein nahegelegenes Gasthaus verwies.
Ah, okay. Da sind wir also angekommen in Santiago de Compostela. Hallo, Wirtin. Buenos dias. Versteht ihr mich? Siento, Choben, pero no tenemos camas disponibles. Nein, ich brauche kein Zimmer. Mir wurde gesagt, ein Freund von mir war hier vor einiger Zeit. Ein rothaariger Engländer namens Jack. Erinnert ihr euch an ihn? Eu sou che falo in galego, miña rula. Français? Ja. Englisch? Ich glaube, der spricht kein Englisch. Habt ihr einen Mann namens Jack Bilder gesehen? Jack? Er ist Steinmetz. Jack? Ja, habt ihr ihn gesehen? Pasan che por aquí centos de peregrinos. E cada un eche de seu pai. Vas ter que ser algo más específica. Ich verstehe nicht. Ja, nie speakers in Francais. Ja, nie Francais. Ich suche nach einem Mann, der viel liest. El logo anda siempre con libro en riba. Brauchen einen Übersetzer. Habt ihr jemanden gesehen? Pero, ¿por qué levas un libro en riba? Basta escangallar co peso. Sie versteht nicht mal, dass ich nach einem Menschen suche. Also sie versteht es und sagt es dir. Aber wir verstehen es nicht. Wenn jemand in den Kommentaren Französisch kann und was auch immer sie spricht. Ich weiß es halt nicht. Naheliegend ist Französisch. Schreibt es mal in die Kommentare. Was sie spricht. I wish I could speak your language. Das ist weder Spanisch noch Portugiesisch. Mit der Pilger. Ein rastender Pilger. Aber das haben sie nicht übersetzt. War das ein Übersetzungsfehler? Er müsste doch auch auf Deutsch dort stehen, oder? Noch ein Gasthaus für Pilger. Wir brauchen einen Übersetzer. Gibt es hier irgendwo einen Übersetzer? Hier gibt es eine Feuerstelle. Das Kind ins Feuer werfen. Ich will es nicht einfach zurücklassen. Es liegt mir zu viel daran. Okay. Können wir zur Kathedrale aufbrechen? Können wir irgendwas machen? Krüger. Irgendjemand hat sich hier gelassen. Okay, was tun wir schon? Was tun wir jetzt? Cousinha, eche rubio. Der Baum der Übersetzer. Ein Rotschopf. Könnt ihr uns Essen geben? Comida. Se quieres chantar, terás que pagar. Siento, Cho, pero no es la única mujer con fillo que ven por aquí pidiendo comida. Da. Janel Gavrilutia Paroski. falsche Sprache, was? Habt ihr seinen Vater gesehen? Padre del Niño? Jack Bilder? Ben sendo un peregrino? Was? È un peregrino? Oh, no, no. Er ist kein Pilger. Enton, ¿quién ben sendo? Er ist ein Steinmetz. Oh, mal rayo, me partas entendo que me estás a contar. Ich habe keine Ahnung, was er sagt.
Gibt es jemanden im Gasthaus, der übersetzen kann? Nena que te merke que te entenda. Ein Übersetzer, ein Gast. Agora mesmo estánche todos a dormir. Case che diría que volvas mañá por la mañá. Das läuft ja herrlich hier. Lasst mich euch etwas zeigen. Was? Kathedrale. Er baut solche Dinge. Ein Steinmetz. Ein Mason. Ah, ecce Mason. Albanel. Sí, sí, ein Mason. Das muss es sein. Por aquí pasan una morea de masons. ¿Non me poderías dicir algo máis sobre él? Oín falar dun masón que diz que se dedica a traducir libros en inglés. Polo visto, di que se chama Jack. Jack! Habte ihn gesehen? Non sei cal será o seu apelido, pero... Ben, é certo que non xa hai moitos masóns rubios aos que lles guste ler. Se tan desesperada está, por que non vai a Toledo a comprobalo por si mesma? Entón, marchou para Toledo. Ich kann kein Französisch, ich verstehe hier nichts. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr es wisst, wenn ihr es versteht, wenn es jemanden gibt. Das wäre mal interessant.